Das große Finale der Nemesis Tour steht an und damit herzlich willkommen zurück zu Forza Motorsport hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Die beiden verbleibenden Rennen der Langstrecken-Legenden-Serie steht nämlich noch aus, genauso auch wie das Reward-Showcase mit dem Mercedes-Benz CLK GTR. Also zwei Dinge, auf die wir uns richtig freuen können und ich würde auch sagen, wir verlieren keine Zeit und steigen direkt mit den Langstrecken-Legenden mit dem Ford GT40, für den wir uns hier entschieden haben, ein und es geht nach Sebring. Und ich würde sagen, ja, gehen wir direkt zur Strecke, direkt rein ins Rennen. Ja, der Ford GT40 auf Sebring ist schon ein geiles Bild und eigentlich auch eine geile Kombination. Deswegen freue ich mich jetzt aufs Rennen. Zum Setup sei gesagt, das hat sich nichts verändert. Ich habe das jetzt wahrgemacht, was ich am Ende der letzten Folge schon gesagt habe, dass ich eigentlich versuchen werde, mit dem Setup die restlichen Rennen auch zu bestreiten. Das ist definitiv nicht das Schnellste, was man aus diesem Fahrzeug rausholen kann. Also ne, vorne die zusätzliche Aero-moderne Rennreifen könnte man drauf zimmern. Nochmal breitere Reifen, gerade an der Hinterachse, könnte man dran montieren. Man könnte Gewichtsreduktion in zwei Stufen nochmal machen. Also da geht natürlich schon mal noch ein bisschen was. Aber so finde ich, ist eine gute Mischung aus, direktes Fahrverhalten, zumindest mal im Rahmen dessen. Und trotzdem fühlt es sich irgendwie noch so authentisch nach einem historischen Rennfahrzeug an. Und deswegen, ja, solange wir damit erfolgreich sein können, passt es ja auch. Wir tanken ein bisschen ab fürs Rennen. Und dann würde ich sagen, ist es angerichtet. 4 Runden, das ist eine gute Distanz, denke ich mal. Und von der Zeit her bin ich tatsächlich eine 2.9.1 oder so gefahren. Und es war aber noch Potenzial für eine 2.8 irgendwas. Also von dem her, er hat jetzt, glaube ich, hier nur die, weiß ich, der nimmt nicht immer die schnellste Runde. Ich glaube, weil halt fast alle unsauber waren und dann nimmt halt irgendeine. Ist auch egal. Ich hätte jetzt gesagt, wir nehmen trotzdem die Zeit jetzt einfach mal als Referenz. Das sind wir aber ziemlich weit vorne. Nee, das ist mir zu weit vorne. Machen wir mal 8. Platz, das ist, glaube ich, ganz okay. Dass es schwierig ist, nach vorne zu kommen, wissen wir ja, weil die Konkurrenz ist natürlich auch nicht auf den Kopf gefallen. Die sind auch ganz zügig schnell und ich möchte natürlich jetzt die Meisterschaft nicht unnötig abgeben. Und ich glaube, vom 8. Platz ist es schon, ja, gerechtfertigt, ja. Einfach aufgrund der Trainingszeit, das passt schon. Ja, und keine Sorge, du hast nicht die volle Kapelle oder so verpasst. Ich dachte, die machen wir heute jetzt mal in den beiden verbleibenden Rennen nicht. Volle Kapelle gab es in der letzten Folge. Ich denke, da machen wir vielleicht eher sowas mit dem CLK nochmal. Will die Folge ja auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Gerade wenn wir dann ein strammes Programm haben mit 2 Rennen. Plus nochmal das Reward Showcase. So, ich lasse mal hier ein bisschen reinrollen. Ich habe schon gedacht, da können sie es nämlich einen Kontakt geben. So, aber dass wir natürlich so gut da durchkommen, hätte ich mir jetzt auch nicht erträumen lassen. Aber gut, jetzt gucken wir mal. Noch ist nicht aller Tage Abend, wie man so schön sagt. Vorsicht. Curbs sind doch manchmal noch ein bisschen giftig. Und mittlerweile mit dem Setup ist das Fahrzeug alles andere als weich gefedert. Und gerade bei der unebenen Strecke wie Sebring muss man da natürlich ein bisschen aufpassen. So, ich versuche jetzt mal innen hier mich zu positionieren. Das passt. Und dann sind wir direkt da hinten dran, hinterm Ford GT40 MK1, der da auch mitfährt. Aber ja, von der Power her sind wir richtig stark unterwegs. Und ja, ich habe mir auch gerade vorher noch so Gedanken gemacht, wo könnte denn die finale Strecke stattfinden hier in dieser Serie? Und ja, eigentlich total dämlich. Das kann ja eigentlich nur Le Mans sein. Alles andere wäre jetzt eine Enttäuschung. In dem Jahr sind das jetzt eigentlich 4 richtig coole Locations gewesen. Okay, die sind ja richtig langsam. Was ist da los? Naja, gut. Noch haben wir es trotzdem nicht geschafft. Trotzdem sehr überraschend, dass wir uns da so gut nach vorne kämpfen. Aber noch mal ein bisschen mehr Spaß. Ist ja auch nicht schlecht. Beziehungsweise, weißt du, was wir jetzt machen? Wenn ihr schon keine volle Kapelle vor dem Rennen bekommt, dann kriegt ihr halt einfach eine volle Kapelle während des Rennens. Und deswegen würde ich jetzt einfach sagen, aus dieser letzten Kurve raus, halte ich mal die Klappe, drehe den Spielsound voll auf und wünsche dir viel Spaß mit dem V8 des Ford GT40.
Ja, das kann man sich doch auf jeden Fall mal geben. Ja, und tatsächlich distanzieren wir uns immer weiter, immer weiter. Sehr nice. Also das Fahrzeug scheint hier sich richtig wohl zu fühlen. Jetzt im Rennen ist auch noch mal ein bisschen mehr Grip auf der Strecke wie im Training. Das kann ich auch auf jeden Fall schon mal berichten. Und ich weiß jetzt gar nicht von der Aufzählung, die ich gerade gemacht habe, was man noch alles verbessern könnte, rein von den Einbauteilen her. Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich die Bremsen erzählt habe. Auf jeden Fall sei das hier nochmal gesondert erwähnt. Also die Bremsen wäre wirklich jetzt so ein Upgrade, was sicherlich dem Ganzen nochmal gut tun würde. Denn ihr ja, stellt vielleicht schon fest, die Bremspunkte sind im Vergleich zu so manchem modernen Rennfahrzeug schon deutlich früher hier, weil der Bremsweg sehr, sehr lange ist. Aber das muss man halt wissen, dann passt es schon. Aber klar, die insgesamte Bremsperformance ist jetzt in dem Setup nicht das Beste. Aber ich finde es irgendwie, wie gesagt, auch so ein bisschen authentisch. Und von dem her macht es mir auf jeden Fall Spaß. Auf jeden Fall, so oder so, könnt ihr gerne das Ganze auschecken. Stage 1 Tuning ist freigegeben. Und sollte tatsächlich Le Mans die finale Strecke sein, ich denke mal, ohne Schikane, dann wird das Setup dort auch entsprechend gut funktionieren. Weil schnell ist es auf den Geraden. Und deswegen, da müssen wir dann auch nicht nochmal irgendwie was umbauen oder nachbauen oder sonst was. Ja, und durch die Oldtimer-Rennreifen sind die immer so leicht slidey und das macht dann natürlich noch mehr Spaß, damit rumzufahren. Aber trotzdem finde ich das Grip-Niveau von dem Fahrzeug fantastisch. Also gerade so aus den engen Ecken raus oder überhaupt dieser mechanische Grip auf der Hinterachse ist insane. Wenn man bedenkt, dass wir dann nochmal so viel breitere Reifen nachjustieren könnten oder montieren, ist ein besseres Wort, frage ich mich, warum? Absolut unnötig, aber ja, könnte man theoretisch tun. So, und schon geht's rein in die letzte Runde. Ja, ich kann mich nur wiederholen sagen, also der Ford GT40 hier auf Sebring, das ist eine geile Kombination. Finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm, dass wir jetzt gerade gar keinen Konkurrenten so mit dabei haben. Alleine hier so die Runden zu drehen, macht schon richtig Laune. Ja, und dieser vermeintliche Sieg dürfte uns natürlich in der Meisterschaft richtig nach vorne pushen. Da müssten wir uns dann schon ganz blöd anstellen im finalen Rennen. Aber hey, es ist Le Mans dann. Das heißt, da kann alles passieren. Zum Beispiel, wenn man ein blödes Siegerfoto machen möchte. So ein Foto-Finish-Foto mit seinen vermeintlichen Teamkollegen und dann sind die einfach vor einem und dann gewinnt man doch dort nicht oder so. Nicht, dass das jemals schon mal passiert wäre. Ich glaube, im dritten, das geht besser klar wie der zweite. Ja, und dann sind wir am Ziel. Souveränes Rennen. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Dass ich noch ein bisschen schneller konnte wie im Training, wusste ich. Aber dass das dann sich so entwickelt, hätte ich auch nicht gedacht. Auch obwohl wir nicht die schnellste Rennrunde haben. So rumformuliert, aber trotzdem. Zum Teil die anderen hier mit einer 2,20 als schnellste Runde, okay. Also die haben ja mal richtig rumgebummelt oder haben halt sich sehr früh einen Schaden reingefahren. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall gehen wir das Ganze mit 14 Punkten Vorsprung an
ins große Finale. Der Domes wird dann unser Konkurrent sein und vielleicht noch ein bisschen der Lukas im Ferrari 330, aber eigentlich nicht. Ja, egal. Ich würde sagen, es ist angerichtet, das finale Rennen dieser Serie. Aber danach noch nicht gleich abschalten, ja? Es gibt noch die Reward, ja, Tour, wollte ich schon fast sagen. Ja, eine Tour ist es nicht, das Reward-Rennen, sagen wir es einfach mal so. Aber jetzt erstmal zur finalen Rennlocation. Und es ist natürlich Le Mans und das natürlich ohne Schikane, wie es sich gehört, auch wenn ich sagen muss, ähnlich wie schon beim Rennen in Spa, es wäre halt geil, wenn wir wirklich so authentische Oldschool-Varianten der Strecken hätten. Ich glaube, das letzte Mal, wo wir Le Mans ja offiziell als ältere Version bekommen haben, war, glaube ich, Project Cars 2, oder? Wenn ich mich nicht täusche, oder gibt es das alte Le Mans nochmal irgendwo anders? Naja, sei es drum, auf jeden Fall muss ich das Setup dann doch nochmal ein bisschen anpassen. Ich habe es jetzt mal als Stage 1B freigegeben. Ich habe mal den 5. und 6. Gang ein bisschen länger übersetzt. Ich denke, wenn man alleine auf der Strecke unterwegs ist, geht's klar. Wenn man allerdings in den Windschatten des anderen gerät, glaube ich, könnte das Getriebe sonst zu kurz sein. Und dann dürfte jetzt eben diese B-Variante mit ein bisschen einer längeren Übersetzung dann schon helfen. Gut, aber ansonsten würde ich sagen, richten wir alles ein und dann ist es angerichtet, das große Finale. Und ich würde sagen, wir machen mal so, gehen wir auf Nummer sicher und dann schauen wir mal von der Startposition her. Ja, können wir mit der Zeit auf jeden Fall ganz vorne starten. Ich hätte jetzt aber gesagt, wir gucken jetzt einfach mal, wo der direkte Konkurrent ist, den ich jetzt gar nicht finde. Doch da, Domets, da ist er, ganz da hinten. Da würde ich sagen, da starten wir auch ganz da hinten. Ja, das passt schon. Und dann gucken wir mal, wie wir uns da durchkämpfen können. Drei Runden, drei lange Runden, 14 Kilometer lang ist ja Le Mans. Also von dem her und auf dieser Langgerade, ja, rechne ich mir schon das ein oder andere einfachere Überholmanöver aus, weil ich glaube, wir haben schon eine sehr gute Topspeed, aber die Wahrheit finden wir jetzt raus. Es geht rein ins Rennen. Ich freue mich drauf. So, und wir sind so weit hinten, dass wir sogar hier außer Schikane rausstarten müssen. Aus der namensgebenden Ford-Schikane. Kann ja nur Glück bringen. So, da staut sich es gleich schon mal wieder ein bisschen. Okay, ich überhole ja alle schon am Start. Was ist das denn? Ein bisschen aufpassen. Ey, 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 da war ich noch. Und wir sind jetzt halt schon wieder Fünfter. Crazy. So schnell geht's. Ja, keine Ahnung, was die jetzt da gemacht haben am Start. Also ich habe einfach nur Vollgas gegeben. Mehr war es nicht. Ist keine Hexerei. Was er macht. Ich habe irgendwie das Gefühl, die sind maßlos überfordert mit den Autos. Jetzt gebe ich halt Windschatten für ihn, aber naja, was soll's. Let's go. Ja, es fehlt natürlich jetzt ein bisschen der Schwung, glaube ich, den wir aus Dritte Rouge raus hätten nehmen müssen oder mitnehmen hätten müssen, aber egal, jetzt zieht er mal vorbei. Und dann katapultiere ich mich aber wieder an ihm vorbei vor. Sehr gut. Kurzer Slingshot. So, wichtig jetzt hier natürlich auf Mulsanne den Bremspunkt nicht verpassen. Das Traurige ist, durch dieses Licht- und Schattenspiel sehe ich den eh nicht. Das heißt, ich mache das alles nach Gefühl. Aber ich glaube, ich bremse hier sowieso einen Tick zu früh. Aber lieber so wie hier voll vorbeischießen.
Jetzt hier auf Indianapolis auch nicht zu schnell, aber das geht voll klar. Es macht auch voll Spaß, irgendwie den zu fahren. Das ist einfach so ein bisschen ein anderes Fahren. Ich finde, das Tuning ist eigentlich echt ganz gut gelungen. Dass es jetzt wirklich nicht so anfühlt wie ein alter Rennwagen modernisiert, sondern einfach, ja, wie so ein alter Rennwagen, nur halt ein bisschen strammer. Deswegen macht es auch echt Spaß zu fahren. Man hat halt auch gerade bei diesem Ford GT40 echt so das Gefühl, man hat hier richtig, richtig Power am Start. Und das macht halt auch richtig Laune. Aber Power, die halt super geil zu kontrollieren ist. Ja, und in den Kurven schlafen die alle eingefühlt. Das ist ja krass. Jetzt wusste ich nicht ganz, ob er jetzt doch nochmal anbremst oder nicht. Deswegen habe ich lieber nochmal ein bisschen verzögert. Ich glaube, wir haben mehr als genug Zeit, hier noch vorbeizugehen. Ja, so schnell geht's. Erste Runde absolvieren wir. Oder beenden wir auf Platz 3, gestartet von 18. Also ich glaube, hier hätte ich sogar eine Last-to-First-Challenge machen können. Aufgrund des guten Starts. Aber wer weiß, ob es dann gelungen wäre. Dann wäre ich ja noch mehr aus dem Knick raus hätten starten müssen. Also in den Kurven schlafen die richtig ein, das ist krass. Ich dachte, ich hole die ganze Speed auf den Geraden, aber scheinbar hole ich die in den Kurven. Da sind wir ganz kurz hinterm Körb festgehangen. Aber ging gut. Na, guck mal, von der Speed her sind die sogar schneller hier, die Defron. Ne, nicht Defron, Chevron heißen sie, ne? Ja. Aber vielleicht Topspeed, Endspeed sind wir vielleicht ein bisschen besser. Beschleunigung sie, Topspeed wir, so sieht es nämlich aus. Müssen wir mit Windschatten. Ja gut, der hat ja nochmal Forza Aero mit dran, sehe ich gerade. Weil wir ja auch eine Aero hinten haben, die ich sehr flach gestellt habe, weil wir es einfach gar nicht so brauchen. Das war jetzt ein Tick zu spät, aber noch so, dass wir es überleben. Ja, und damit sind wir erstmal auf Platz 1. Allerdings sind die noch nah dran, können jetzt nochmal einen Konter geben. Schauen wir mal. Ja, und so wie die Sonne steht, könnte es vielleicht sogar noch voll in die Dämmerung reingehen. Schauen wir mal. Das war ein bisschen zu früh, egal.
Ja, ich habe groß gar nichts mehr zu sagen. Ich schweige und genieße gerade so ein bisschen. Und es geht jetzt rein in die letzte Runde dieser Serie. Aber noch nicht ganz die letzte Runde dieser Tour. Auch wenn es der letzte Teil des offiziellen Parts ist. Die Reward-Geschichte ist ja eher optional, ein kleiner Bonus, aber den nehmen wir natürlich mit. Und ich fahre jetzt aber ganz entspannt das Ding nach Hause, würde ich sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das nochmal zufahren in irgendeiner Art und Weise. Außer ich mache jetzt wirklich einen richtigen Bockmist, was ich aber jetzt eigentlich nicht vorhabe, habe ich mir gedacht. Upsala, das war jetzt auch nicht so gekonnt hier. Aus Tretre Rouge rausgefahren. Und jetzt noch einmal Vollgas auf der Unidier. Schön an die 7000 Umdrehungen rankratzen. Ja, schon ein cooles Fahrzeug. Kannst du nichts gegen sagen. Auf jeden Fall ein absoluter Feuerstuhl. Ne? Also, die Piloten, die den damals gefahren sind, puh. Aber trifft eigentlich fast auf alle alten Rennwagen zu. Also was sich da so entwickelt hat in den letzten, ja, ich sag jetzt mal 100 Jahren oder, ja, eigentlich kann es auch sagen, die letzten 80 Jahre, 70 Jahre, 60 Jahre, wie auch immer, ist schon crazy. So, diesmal Bremspunkt gut erwischt. So, den Vollgasabschnitt haben wir absolviert. Jetzt wird es nochmal ein bisschen technisch, aber nichts, was ich oder das Fahrzeug nicht können sollten. War eine geile Serie, absolut. Ein bisschen mehr Spannung hätte ich mir dann doch gewünscht. Am Anfang sah es ja ganz gut aus. Aber dann, als ich dann doch ein bisschen mehr dran getunt habe, habe ich mir dann doch wohl einen zu großen Vorteil verschafft, wie es scheint. Da kam dann auch die 8er KI wieder mal nicht mit. Vielleicht nicht ganz so dominant wie mit dem Ferrari von Niki Lauda, aber trotzdem schon etwas dominanter. Aber naja, egal. Solange das Fahren Spaß macht, dann gebe ich mich auch mit einer absoluten Dominanz zufrieden. So blöd, wie es klingt. So, die letzten Kürfchen. Und dann gewinnen wir die drei Runden von Le Mans. Sehr schön. Und damit gewinnen wir auch die Meisterschaft. Und tatsächlich, guck mal an, der Ferrari 330 P4 wird noch Zweiter. Somit ist es ja dann doch ein Rivalenduell zwischen den beiden geworden. Wobei die absolute Dominanz des GT40 sticht natürlich heraus, so wie es ja auch in der Realität war. Wobei dann auf Platz 2, 3 halt auch nochmal ein Ford GT40 hätte stehen müssen. Aber nehmen wir jetzt einfach mal so an. So oder so, das soll es natürlich gewesen sein. Wir springen zurück in die Nemesis Tour bzw. Feature Tour Übersicht.
Wunderbar, und hier angekommen sehen wir, wir haben diese Tour ja regelrecht dominiert, ja, alles gewonnen, das gab es auch schon mal anders, ja, muss man mal ganz ehrlich sein. Aber ja, jetzt steht das Reward Showcase an und wir sind auf Laguna Seca unterwegs, okay, das überrascht mich jetzt, ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht mit Laguna Seca, aber okay, nehmen wir gerne an. Ich würde sagen, wir gucken auch mal, was wir theoretisch am Fahrzeug tunen könnten, wenn man es denn möchte. Insbesondere natürlich spannend Bremse. Also wir könnten hier, ja, Carbon, Keramik, klar, das ist natürlich nochmal die nächste Stufe. Fahrwerk nicht, Gewichtsreduktion wäre allerdings nochmal so eine Sache. Das ist krass, wenn du den halt auf 1,3 oder 100, 1,3 Tonnen drückst, ist natürlich crazy. Dann auch nochmal tatsächlich hier Sport- und Rennreifenmischung. Also die Reifenmischung, die hier drauf ist, ist auch eher an eine Oldtimer-Mischung angelehnt, so wie es scheint. Oder was heißt Oldtimer, klingt jetzt krass, aber ihr wisst, wie es meine Retro. Nennen wir es Retro. Also auch hier krass, 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 ne? Ja, ich bin mal gespannt, wie der so performt jetzt gleich auf der Strecke. Auch Heckflügel geht nochmal. Okay, der Forza-Flügel, okay, das ist, ja. Das ignorieren wir mal. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir, ja, springen zur Strecke und schauen mal, wie das Fahrzeug so auf Laguna Seca performt. Also jetzt bin ich schon ein bisschen so heiß wie Frittenfett, wenn ich so sehe, was, ja, wir fahren, was die Konkurrenz hier so fährt. Geile Nummer. Und ich muss sagen, gleich auf den ersten Metern. Der ist ja geil. Der ist ja nice. Komplett unaufgeregt, aber super präzise. Und ja, man merkt, der ist ein bisschen moderner. Wie so ein Ford GT40. Vielleicht deswegen ist jetzt auch so der entsprechende Schock, nenne ich es jetzt mal so positiv. Aber ja, insgesamt geiles Fahrzeug, überhaupt diese ganze, ich sag jetzt mal, GT1-Klasse. Einfach geile Kisten. Wobei wir hier jetzt alles Straßenvarianten von haben. Also alles die straßenzugelassenen Homologationsmodelle. Was auch irgendwie ja cool ist. Ich meine, vom McLaren F1 da vorne haben wir ja, glaube ich, gar nicht mehr die Rennwagen-Variante im Spiel. Die hatten wir in Motorsport 4 auf jeden Fall. Aber hier haben wir ja nur die Straßenversion und die Longtail, also die GT-Version, die wir da vorne sehen. Was aber auch nur eine Homologationsvariante ist. Ich würde sagen, wir fahren auf jeden Fall jetzt nochmal eine Runde. Und dann nehmen wir die Zeit, die wir da einfach fahren, als Quali-Zeit. Und ich maße mir jetzt hier mal an, dass wir wahrscheinlich nicht unbedingt die schnellste Zeit setzen, aber mal schauen, was die Konkurrenz da noch so hinzaubert und was wir da jetzt so hinzaubern können. Ich stelle da jetzt auch nichts ein, tuning-technisch, obwohl wir es ja stellenweise könnten. Fahrwerk und so weiter ist ja schon entsprechend drin, aber sagen wir, fahren das Ding jetzt einfach mal so, wie es einfach ist. Bei diesem Showcase-Event müssen wir es ja jetzt nicht übertreiben. Ich hätte jetzt nur was geändert, wenn jetzt was massiv sich furchtbar hätte fahren lassen. Aber das tut es hier auf keinen Fall. Bisschen zu spät, aber ich krieg's noch abgefangen. Was natürlich jetzt Schwung und Zeit.
Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, lassen wir das einfach mal so stehen und beenden das Training. Und wenn ich das schon richtig gesehen habe, starten wir auf jeden Fall von weiter hinten. Aber ich denke mal, dass die Konkurrenz hier zum Teil auch das Fahrzeug ein bisschen getunt hat. Und wir hier auch mit den absoluten Billo-Reifen fahren. Das könnten sogar wirklich auch Straßenreifen sein. Also ich meine, das würde dann auch die Upgrades erklären. Ja, wir tanken mal noch ein bisschen ab. Das können wir immerhin machen. So. Und dann gucken wir mal, was die Zeit uns sagt. Ja, höher stellen ist gut. Ja, finde ich mal. Die Meldungen könnten sehr echt ignorieren, wenn man schon ganz oben ist. Wir springen mal. Ja, wie gesagt, das ist meine Quali-Zeit und die ist. Oh Gott, die ist ja richtig schlecht. Na egal, gucken wir einfach mal. Wir sind aber auch der einzige Mercedes, ne? Okay, das haben die extra so gemacht. Also wirklich hier 911 GT1 Straßenversion, Diablo GTR ziemlich stark mit dabei, F1 GT. Okay. Ja, spannend. Gut. Aber so war es ja auch angekündigt, dass man das Rennen eben gegen diese Herrschaften fährt, habe ich auch im Infovideo damals so gesagt, vor über einem Monat. Vor allem alle hier schön mit ihrer Rennlackierung. Pah, brauche ich nicht. Aber wobei, das mit dieser Mobile One-Lackierung ist schon geil. Kannst du nichts dagegen sagen. Auch wenn ich sagen muss, gerade beim 911, beim GT1, finde ich natürlich die 98er-Variante einfach nochmal ein bisschen geiler. Ja. Ich sehe hier wenig Platz. Die bremsen einfach mal an. Ja, ich drängel mich da jetzt mal einfach nicht rein. Ja, Vorsicht. Aber bis jetzt klappt es ohne Kontakt, wollte ich gerade sagen. Und schon kommt die Kollision, die hätte einfach nichts sagen sollen. Dabei sind auch wir derjenige, der die Leute abschießen müsste. Weil schließlich haben wir ja ein Fadenkreuz vorne auf der Haube. Ja, ja, ist gut. Ich hab dich auch lieb. Ja, ich hab dich auch lieb. Aber kuscheln ist heute nicht. Ist zu warm hier. Ja, ich krieg die Sekunde. Das ist wieder mal bodenlos. Gut, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu aggressiv meinerseits. Hierfür würde ich jetzt eine Strafe akzeptieren. Das war jetzt ein bisschen unnötig da rein. Das war doch ein bisschen zu eng. Ich glaube, gerade in diesem Linksknick sollte man das eigentlich vermeiden. Oh, ein bisschen früher bremsen sollte ich schon. Gerade durch die Corkscrew sollte man sich schon gut positionieren, den ganzen Schwung gut mitnehmen. Wer bedenkt, dass der jetzt hier wirklich mit so 90er Jahre Straßenreifen ausgestattet ist. Was meinst du, wenn du den mit Sportreifen oder wirklich dann sogar Full Slicks befeuerst? Das Ding geht ja übelst ab dann. Crazy. Wobei, muss ich ja dazu sagen, das ist ja eigentlich auch der Hammer. Der Leistungsindex, den wir jetzt hier haben, ist kaum höher als den wir gerade eben noch im Ford GT40 gefahren haben. Also, das ist auch schon verrückt irgendwo. Und doch ist es irgendwie ganz anders zu fahren. Ja, irgendwie kriege ich das Fahrzeug gerade echt für die Corkscrew nicht hingebremst. In der ersten Runde hat es noch am besten geklappt. Ich denke mal, wenn du jetzt hier auch bewusst in diesen Rahmenbedingungen ganz vorne hier mitfahren möchtest bei dem Event, musst du den auch so ein bisschen tunen, würde ich jetzt behaupten. Oder halt einfach der absolute über-crazy Pilot sein.
dann vielleicht auch. Und natürlich, klar, von weiter vorne starten hilft natürlich auch, aber das meine ich jetzt gar nicht. Wie gesagt, mit Rahmenbedingungen meine ich ja gleiche Startposition, KI-Stufe, dies, das. Aber wir sind jetzt dran am Diablo, den könnten wir jetzt noch kriegen auf jeden Fall. Das war ein bisschen zu spät und er zieht aber auch wieder zu. Also an manchen Stellen habe ich so das Gefühl, zieht sie einfach zu. Ist ihnen scheißegal, ob du da bist oder nicht. Und eben diese eine Linkskurve, bevor es da bergauf geht, auf Laguna Seca, ist genau so eine Stelle. Weil ich war ja klar daneben zum Bremszeitpunkt und er zieht trotzdem eiskalt zu. Gut, den habe ich jetzt schön in den Fehler gelockt, weil abgeschossen habe ich ihn nicht. So, gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir ja den Porsche da vorne noch, aber ich glaube, viel mehr wird da nicht mehr drin sein. Aber jetzt haben wir immerhin mal ein bisschen freie Fahrt. Da können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen anziehen. Ja, bisschen den Einlenkpunkt verpasst. Na, jetzt geht's gleich in die letzte Runde. Wir haben uns ein bisschen rangekämpft. War allerdings in eine Angriffsposition kommen, das werden wir sehen. Ansonsten, ja, beschwere ich mich jetzt mal nicht. Die ersten Meter mit dem Fahrzeug im Spiel. Nicht getuned. Konkurrenz sieht getuned aus. Kann man so stehen lassen. Und Laguna Seca, meine absolute, ja, Paradestrecke. Das muss man auch nochmal so dazu sagen. Also, ironisch gemeint. Eben ist sie nicht halt. Ich bin, ja, keine Ahnung. Ich finde sie schon wichtig und cool und Kult, aber, ja, ich glaube, das würde in keiner Top-10-Liste bei mir auftauchen, diese Strecke. Außer vielleicht in der Top 10 der besten Laguna Seca-Strecken. Ja, komisch, wenn sie da nicht auftaucht. Okay, der Witz war jetzt schlecht, aber... Sieze, die drückt. Klima ist ausgefallen im Fahrzeug. Ah, okay. War jetzt hier vielleicht ein bisschen enger. Jawohl, guck mal, haben wir ihn doch noch bekommen. Wenn das Rennen jetzt nochmal, keine Ahnung, 50 Runden länger gehen würde, würden wir vielleicht irgendwann uns auch nach vorne kämpfen. Wir haben nämlich auch auf Platz 1 aufgeholt. Also die Pace ist gar nicht schlecht, die wir jetzt hier an den Tag gelegt haben. Also wenn wir jetzt uns wirklich ganz vorne platziert hätten beim Rennstart, dann hätten wir auch gewinnen können. Aber um das soll es mir doch gar nicht gehen. Es geht einfach ums Erlebnis und den Spaß. Und außerdem hatten wir jetzt auch mal ein bisschen ein paar Überholmanöver und ein bisschen mal On-Track-Action, was ja jetzt so beim Ford GT40 ein bisschen ausgeblieben ist am Ende. Auf jeden Fall, so oder so, das soll es gewesen sein von der Nemesis Tour. Ich hoffe, du hattest viel Spaß. Wenn dem so sein sollte, gerne Däumchen nach oben da lassen. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder zur Road to Race Tour. Diesmal, keine Sorge, musst du nicht 2-3 Wochen warten, bis es losgeht, sondern ich versuche da sehr zeitnah dann auch loszulegen, weil ich einfach auch Bock drauf habe auf die Tour. Gut, ich sage jetzt aber tschüss und bis dann. Ciao.